Folgen Sie mir zu den schönsten Schlössern und Burgen am Rhein. Zu den schönsten Bauwerken der Rheinromantik im UNESCO-Weltkulturerbe Schloss Stolzenfels, Schloss Drachenburg und Schlossburg Rheinstein. Die Reise beginnt an der Burgruine der Godesburg in Bad Godesberg mit Ausblick auf die alte Bundeshauptstadt Bonn. Bei Gefallen das Video liken und den Kanal abonnieren. Mit der Fähre über den Rhein nach Königswinde zum Wahrzeichen des Siebengebirges, der Burgruine Drachenfels. Zu Fuß steil bergan oder bequemer mit Deutschlands ältester Zahnradbahn zum Romantikschloss Drachenburg von 1882 hochfahren. Eine Mischung aus Villa, Burg und Schloss. Dichter wie Hölderlin und Goethe schwärmten von der Rheinromantik. Vom Wahrzeichen des Siebengebirges, der Burgruine Drachenfels aus dem 10. Jahrhundert, hat man einen weitläufigen Ausblick auf Rhein und Siebengebirge. Diesen mit einem Glas Rhein-Riesling genießen. George Gordon Byron macht die Ruine international bekannt. Am Rhein entlang führt die Fahrt nach Linz, ob der 500 Jahre alten Fachwerkhäuser die bunte Stadt am Rhein genannt. Mit der Zoll- und Zwingburg der Kölner Erzbischöfe von 1365, dem Burgplatz mit Rheintor und dem historischen Marktplatz. Weiter geht die Reise Richtung Koblenz, vorbei an Schloss Ahrenfels, dem Jahresschloss aus dem 13. Jahrhundert mit 365 Fenstern, 52 Türen und 12 Türmen, seit dem 16. Jahrhundert umgebaut zum Renaissanceschloss. Die im Privatbesitz sich befindende ehemalige Wasserburg nahm die aus dem 14. Jahrhundert und 1896 im Stile des Historismus zum Schloss umgebaut. Die Ruinen der kurkölnischen Burg in Andernach vom 13. Jahrhundert zählen zu den besterhaltensten im Mittelrheintal. Der Ort, an dem die Mosel in den Rhein mündet, erhielt vom Deutschen Orden im Jahre 1216 den Namen Deutsches Eck. Seit dem Jahre 1897 steht hier zur Ehrung das monumentale kupferne Reiterstandbild von Kaiser Wilhelm I. Er blickt auf die gegenüberliegende Festungsanlage Ehrenbreitstein aus dem 16. Jahrhundert. Erst kurtrierisch, später preußische Kaserne. Schloss Stolzenfels, das Tor zum UNESCO-Weltkulturerbe, mittleres, oberes Rheintal. Einst Dreiländereck von Kurmainz, Kurtrier und Kurköln. Heute in Begriff, Juwel und wichtigstes Zeugnis der preußischen Rheinromantik. 1823 von der Stadt Koblenz Kronprinz Friedrich Wilhelm geschenkt, wurde das Schloss ab 1836 von ihm als König Friedrich Wilhelm IV. Von Preußen zum Romantikschloss im Sinne einer Sommerresidenz umgebaut und im Jahre 1842 prunkvoll eingeweiht. Die gegenüberliegende Lahnmündung wird überragt von der ehemals Kurmainzer Burg Laneck von 1226. Sie inspirierte Goethe zu seinem Gedicht Geistergruß. König Wenzel wurde hier am 4. Juni 1400 abgesetzt. Die Höhenburg Marxburg
einzige nicht eroberte und zerstörte Höhenburg im Rheintal, wird als typisch romanische Burganlage der Stauferzeit 1231 erstmals urkundlich erwähnt. Die mächtigen Reichsgrafen von Katzenelnbogen bauten die Burg zu ihrer Residenz aus. Unbeschadet überlebte sie den Dreißigjährigen Krieg. Später war sie Staatsgefängnis und Invalidenunterkunft. Kurz vor Boppard hat man vom Gerionsblick eine herrliche Aussicht auf die Rheinschleife. Boppard mit den Resten des Römerkastells aus dem 4. Jahrhundert war unter den Staufern freie Reichsstadt. Zahlreiche deutsche Kaiser waren wie Richard Löwenherz als Gäste in Boppard. Über dem gegenüberliegenden Rheinufer stehen die Burgen Sternberg und Liebenstein. Seit einem Familienstreit zu Beginn des 14. Jahrhunderts der Sage nach die verfeindeten Brüder. Sternberg, erstmals um 1034 erwähnt, gilt als älteste erhaltene Burganlage im UNESCO-Weltkulturerbe Mittleres Rheintal. Zur Sicherung des Rheinbogens errichtete der Trierer Erzbischof ab dem Jahre 1353 in St. Goarshausen die Burg Petersegg. Sie sollte die erzbischöflichen Besitzungen Triers rechtsrheinisch gegen die Reichsgrafen Katzenelnbogen mit ihrer linksrheinischen Festung Rheinstein in St. Goar sichern. Die 1245 vom Grafen von Katzenelnbogen erbaute Rheinfels stellt heute eine der größten Burg- und Festungsruinen Europas dar. Als die Grafen nur wenige Kilometer stromaufwärts im Jahre 1393 die Burge Neu-Katzenelnbogen erbauten, die sie im Volksmund nur Katz genannt wurde, wurde die Burg Petersegg scherzhaft in Maus umbenannt. Denn die Katz frisst die Maus. An der Lorelei wird der Rhein am 132 Meter hohen und 113 Meter breiten Felsen auf ein Drittel seiner Breite gedrängt. Felsen und Sandbänke erschweren im engen Flussbett auch heute noch die Schifffahrt. Lore steht für Rufen, Schreien, Lei für Felsen. Um die Lorelei ranken sich viele Sagen und Mythen. Der Ritter Eberhard, der Teufel, das goldene Haar. Heinrich Heine und Clemens Brentano widmeten ihr Gedichte und das Loreleilied. Die Stadt Oberwesel begrüßt seine Besucher mit dem Ochsentor. In der Liebfrauenkirche, die Rote Kirche aus dem 12. Jahrhundert, befindet sich die aus Eichenholz geschnitzte und 1331 geweihte Hochaltar. Wegen seines Goldgrundes wird er auch als Goldaltar bezeichnet. St. Martin aus dem 14. Jahrhundert mit dem zum Wehrturm umgebauten Kirchturm heißt im Volksmund Weiße Kirche. Die Höhenburg Schönburg aus der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts wurde im Pfälzischen Erbfolgekrieg zerstört. Ende des 19. Jahrhunderts begann der Wiederaufbau. Burg Gutenfels über dem Städtchen Kaub wurde im Jahre 1222 erbaut und dient gemeinsam mit der Burg Pfalz-Grafenstein zur Sicherung des Rheinzolls. Sie ist ein Musterbeispiel des stauferzeitlichen Burgenbaus.
Burg Pfalz-Grafenstein, auch als Pfalz bei Kau bekannt, wurde von Ludwig dem Bayern Reichsgraf bei Rhein und späteren römisch-deutschen König und Kaiser als Zollstelle auf einer Insel im Jahre 1326 erbaut. Victor Hugo, Clemens Brentano, hat die Stadt Bacharach in ihren Bann gezogen. Wegen der Burg Stahleck, der mittelalterlich geprägten Altstadt mit engen Gassen und über 500 Jahre alten Fachwerkhäusern und seinen kunsthistorisch bedeutsamen Kirchenbauten, der gotischen Ruine der früheren Wallfahrtskirche von 1287, heute bekannt als Wernerkapelle, und der spätgotischen Kirche St. Peter wird die Stadt als heimliches Zentrum der Rheinromantik bezeichnet. Linksrheinisch folgen rheinaufwärts bis Bingen die Ruine der Fürstenberg, Burg Hoheneck oder Halmburg, Burg Sohneck, Burg Reichenstein und das Romantikschloss Rheinstein. Rechtsrheinisch imponiert in der 1270 erbauten zum Teil frühgotischen Kirche St. Martin in Lorch der im Jahre 1483 errichtete Hochaltar. Er gilt als ältester und größter nachgewiesener Holzschnitzaltar. Die ehemals wehrhafte Zollburg Fürstenberg aus dem 13. Jahrhundert über dem Ort Rhein-Diebach existiert nur noch als baufällige, trotzdem imposante Burgruine. Die Burg Hoheneck in Niederrheinbach befindet sich in Privatbesitz und ist für die Öffentlichkeit geschlossen. Burg Sohneck, erstmals 1271 erwähnt, wurde 1834 von vier preußischen Prinzen erworben. Unter dem Motto „Alles sehr einfach im Sinne einer königlichen Jagdburg“ wurde sie unter Erhalt des Mittelalters wieder aufgebaut. Burg Reichenstein oder Falkenburg wird im Jahre 1213 erstmals urkundlich in der Reichsabtei Corneli-Münster bei Aachen erwähnt. Ende des 19. Jahrhunderts wurde sie von einem reichen Industriellen seiner neugotischen Wohnburg im Tudor-Stil umgebaut. Die Bibliothek umfasst fast 10.000 Bücher. Die Romantikburg Rheinstein, eine Zollburg aus dem 14. Jahrhundert, ist ein Symbol für den romantischen Burgenwiederaufbau des 19. Jahrhunderts. Im Sinne der preußischen Rheinromantik wurde sie im Jahre 1823 von Prinz Friedrich Wilhelm Ludwig von Preußen erworben und wieder aufgebaut. Baumeister war unter anderem Friedrich Schinkel aus Berlin,
nach dessen Plänen 1836 Schloss Wolfenfels ebenfalls wieder aufgebaut wurde. Das Bingerloch verdankt seinem Namen eine für die Schifffahrt in ein Quarzriff gesprengte Scharte. Hiervon sind heute noch drei Lochsteine geblieben. Eingerahmt wird es von der Ruine der ehemaligen Residenz und Schatzkammer der Mainzer Erzbischöfe und Kurfürsten, der Burgruine Ehrenfels und dem im 14. Jahrhundert als Zollturm errichteten Binger Mäuseturm. Vom Laheeck in Bingen mit der Fähre über den Rhein nach Rüdesheim setzen. Über der fast 1000 Jahre alten Brömser Burg erkennt man das Niederwalddenkmal mit der Germania. Der Brömser Hof ist sicherlich der schönste Adelshof in Rüdesheim. Einmal in der Gegend sollte man, wenn auch etwas abseits vom Fluss Rhein gelegen, die Weingüter Schloss Vollraths und Johannisberg sowie eines der größten Klöster in Europa und Drehort des Films im Namen der Rose, das Kloster Eberbach, besuchen. Hier endet die Reise, die Ihnen, wenn zunächst auch nur virtuell, hoffentlich gefallen hat. Eine Nachahmung ist empfehlenswert.